Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer wunderbaren Flask-Tutorial-Reihe. Heute geht's weiter und zwar wollen wir heute mit Cookies arbeiten. Cookies sind sozusagen für User-Bequemlichkeit, das heißt, damit man ein bisschen Informationen beim User speichern kann und dann eben die einzelnen User unterscheiden kann. Klar, man kann Cookies jederzeit löschen, viele machen das auch, ist auch kein Problem, aber deswegen darf man sich zum Beispiel auch nicht darauf verlassen, dass die nicht verändert werden oder sowas. Das heißt, für Cookies, das ist einfach nur dazu da, um zum Beispiel zu tracken, wie weit fortgeschritten war jetzt der User, zum Beispiel bei einer Aufgabe oder sowas, und dass man eben ihm da das Leben leichter machen kann, damit er eben nicht wieder von vorne anfangen muss. Aber keine sensiblen Informationen in Cookies speichern, die können jederzeit verändert werden, ausgelesen werden vom Client und sie können natürlich auch gelöscht werden, das heißt, ja, nichts Wichtiges halt speichern. Okay, wenn ich jetzt das losgeworden bin, dann wollen wir direkt anfangen hier mit den Cookies und zwar wollen wir als allererstes natürlich einen Cookie erstellen und das machen wir hier auf unserer Login-Seite, denn die eignet sich ein bisschen besser dazu. So, dazu importieren wir erstmal wieder was und zwar importieren wir auch hier von Flask wieder mal Make Response und das ist der Teil, den wir hier brauchen, um eben was zu machen oder was machen zu können und achtet darauf, dass die Cookies auch immer beim Client gespeichert werden. Das heißt, bevor er nicht auch wirklich diese Website ausgelesen hat, sind die Cookies auch noch nicht gespeichert oder sowas. Das heißt, er muss auf jeden Fall mindestens einmal die Website angewählt haben sozusagen, damit auch wirklich was passieren kann. Okay, jetzt wo ich das gesagt habe, kann ich hier erstmal sagen, okay, ich möchte den Namen als Cookie speichern. Dazu mache ich mir folgendes umständliches Szenario hier. Ups, sorry, da bin ich auf den Button gekommen. Ich möchte einen Response machen. Resp ist gleich, Make Response. Und hier kommt jetzt theoretisch ein Template rein oder eben sowas hier. Und das ist jetzt sozusagen auch ganz normales HTML. Also hier einfach das HTML reinmachen. Normalerweise macht Flask das für euch implizit, aber ihr könnt jetzt hier natürlich auch hergehen und die Response automatisch triggern. Und auf dieser Response könnt ihr jetzt Cookies setzen, indem ihr sagt resp.set-cookie. Und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel den Namen setzen. Name, Komma, zum Beispiel Morpheus. Oder halt, stopp, wir haben hier sogar einen Namen, also Name. Ja, und jetzt kann ich hier natürlich den Cookie wieder, oder besser gesagt, die komplette Response zurückgeben. Das heißt, ich returne jetzt hier resp und wir sehen, dass wir alle plötzlich glücklich sind. Und ja, wir haben jetzt hier einen Cookie gesetzt. Achtung, das Name hier ist keineswegs irgendwie dasselbe Name wie hier. Ich nehme jetzt hier zu Demonstrationszwecken dann doch mal Username, das heißt, damit wir hier nicht durcheinander kommen. So, das heißt, wenn wir hier irgendwie was posten oder was getten, dann wird der Cookie gesetzt. Und falls wir einen Cookie haben, können wir das überspringen und können einfach den Cookie ausgeben. Ich werde jetzt hier erstmal das ganze Ding benutzen. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal auf /login. Und dann sagen wir hier Fragezeichen, name ist gleich Morpheus. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal Hello Morpheus und wir haben den Cookie gesetzt. Das ist jetzt einfach nur so gewesen, damit das einmal durchgelaufen ist und damit wir den Cookie haben. Jetzt können wir den Cookie auslesen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hergehen und auslesen, machen wir, indem wir sagen, Cookie ist gleich request.cookies, wer hätte es gedacht, .get. Ich kann ja auch direkt auf die Cookies drauf zugreifen. Das ist quasi ein Array und ich kann jederzeit da so drauf zugreifen, wie ich Bock drauf habe. Problem ist, wenn ich nicht .get benutze, dann kann es passieren, dass der Cookie natürlich nicht verfügbar ist und das dann mir alles abschmiert. Und deswegen sollte man immer .get benutzen und nicht direkt auf das Array zugreifen, beziehungsweise auf die Liste. Okay, beziehungsweise auf Dictionary, wenn man es genau nehmen möchte. .get Username. So, jetzt habe ich eigentlich meinen Cookie schon ausgelesen. Jetzt kann ich damit machen, was ich möchte. Zum Beispiel kann ich auch sagen, if Cookie not none. Ups. Is not none, sorry, my bad. Das bedeutet, wir haben einen Cookie bekommen, dann können wir jetzt hier auch direkt was zurückgeben. Return, resp haben wir noch gar nicht. Return, was wollen wir denn zurückgeben? Ja, wir sagen einfach mal hallo. Achtung, wir sagen jetzt hier hallo und nicht hello. Nur damit wir es quasi unterscheiden können. Auch eine Sprache ist was man super in einem Cookie speichern kann übrigens. Wenn es der User ändert, ja gut, dann will er es halt auch zum Beispiel auf Englisch haben. Aber das könnte man zum Beispiel auch super in einem Cookie speichern. Wir haben das Ding nicht Cookie genannt.
Und jetzt geben wir es einfach so zurück und passt. Perfekt. So, das bedeutet, wenn wir hier einen Cookie haben, dann geben wir Hallo und den Cookie aus. Wenn wir keinen Cookie haben, dann schauen wir, ob wir Post oder Get haben und dann geben wir eben das aus. So, ich mache das jetzt hier einfach mal raus und dann sehen wir hier, steht jetzt plötzlich Hallo Morpheus. Aber wenn ich jetzt den Cookie löschen würde, also zum Beispiel irgendwie meine Cookies mal clearen würde oder zum Beispiel im anonymen Modus arbeite, was ich eh immer tue, und dann auf die Website neu drauf geht, dann ist der Cookie natürlich nicht mehr da. Das heißt, es würde mich hier nach einem Get oder nach einem Post fragen. Wunderbar. Und ja, so könnt ihr quasi Informationen für den User zwischenspeichern. Wie gesagt, Sprache ist was Tolles dafür. Den Usernamen kann man super zwischenspeichern. Alles Sachen, die der User jederzeit verändern darf. Und wenn er sie halt verändert, dann ist er selber schuld. Dann kann er halt die Website nicht mehr so leicht verwenden. Okay, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.